Ich gehe jetzt doch mal die Laden oder die Bänke hier ab. Reihe von Chemikalien, ja. Eine Reihe von Chemikalien, okay. Leichen sind gefroren. 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 Okay, und sonst war nichts mehr. Okay. Ja, dann hoffe ich, dass wir wirklich später nochmal was finden. Liegt hier noch irgendetwas? Eine, okay. Nee. Ja, dann hoffe ich, dass wir wirklich später noch was finden. Und vielleicht wirklich einen anderen Login. Biologischer Gefahrenstoff. Dieses Symbol kennzeichnet biologische Gefahrenstoffe, okay. Und ja, dass wir vielleicht wirklich einen anderen Login finden, dass wir dann noch irgendwelche Daten vom PC bekommen. Das hoffe ich jetzt mal. Gut. Wir gehen jetzt mal rauf. Weil oben haben wir jetzt die offene Türe. Und dann schauen wir mal in diesen Raum rein. So, genau, diese Türe müsste jetzt offen sein. Genau. So. Hier ist ein größerer Raum. Wir finden mal einen Erste Hilfe Spray. Dann sehe ich hier in der Ecke schon einen Disk, aber wir haben keinen Inventarplatz frei. Dann gehen wir schnell zurück zur Kiste und legen mal die Farbbänder und den Erste Hilfe Spray gleich ab. Dann haben wir wieder zwei Plätze. Und den Kanister könnten wir theoretisch auch gleich wieder auffüllen. Ja. So, der ist jetzt leer, oder? Ja. Dass wir können noch zwei Zombies verbrennen. Aber irgendwo in der Mansion oder in der Residenz haben wir auch noch einen Kanister. Das weiß ich nicht mehr, wo der war. Ja, mal schauen. So, dann kurz wieder Kiste sortieren, wie sich's gehört. Auf. Und du da und du da. So. Und das Farbband kommt auch wieder rein. Ich glaube, ich werde es einfach. Ne, das war nur Platz für Waffen. So. Das ist, glaube ich, auch drin. Wie gesagt, wenn wir verletzt sind, dann müssen wir zurückgehen und uns heilen. So. Gut. Und. Langsam viel. So. Und jetzt zurück. Ich habe schon gesehen, dass wir eine weitere CD finden oder eine Kette. Dann haben wir schon drei von denen. Dann bin ich gespannt, was wir noch in diesem Raum finden. Ich hoffe, einen weiteren Zugangscode für den PC, weil mir lässt das gerade keine Ruhe. Na, komm da. MO-Disketten mitnehmen? Ja. Bin schon gespannt, für was oder wann wir diese brauchen. Gut. Okay. Ersten Blick sehe ich mal noch nicht. Was ist das hier? Da noch ein Raum? Ah ne, da kommt man so rein. Okay. Der Film ist eingelegt. Ansehen. Nee, noch nicht. Dann sehen wir uns gleich an. Was haben wir da noch? Sicherheitsprotokolle. Erdgeschoss. Heliport. Nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Erstes Untergeschoss. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefforschers bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug. Im Notfällen wird der Aufzug angehalten. Zweites Untergeschoss. Raum für visuelle Daten. Nur für Mitglieder der Abteilung Sonderforschung. Sonstiges Personal benötigt für den Zugang
zum Raum für visuelle Daten die Genehmigung des Raummanagers Keith Irving. Drittes Untergeschoss, Gefängnis. Oh, da waren wir noch nicht, ne? Die Säuberungsabteilung leitet das Gefängnis. Mindestens ein Chefforscher, entweder E. Smith, S. Ross oder A. Wesker, muss bei Genehmigung des Vireneinsatz anwesend sein. A. Wesker. Tür mit Dreifachschloss. Zugang zu diesem Raum ist allein der Person vorbehalten, die das Schloss mit allen Passcodes deaktiviert. Über die exklusiven Ausgabeterminals in den einzelnen Abteilungen der Chefforscher wird das Schloss deaktiviert. Hochspannungsraum. In diesem Raum ist eine Nitroverbindung der primäre Brennstoff zur Stromerzeugung. Der Zugang ist den leitenden Mitarbeitern vom Hauptquartier vorbehalten. Unter Umständen kann ein Chefforscher eine Sondergenehmigung erhalten. Passcode-Ausgabeterminal. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals ist Chefforschern mit entsprechender Berechtigung vorbehalten. Okay. Viertes Untergeschoss. Entwicklung des Tyrant nach Verabreichung des T-Virus. Nicht weiter lesbar. Okay. Albert Wesker, denke ich mal, ne? Leiter, also mindestens ein Chefforscher. Okay. Der Chill ist es aber ganz egal. Okay. Die audiovisuelle Materialien sind alle ordentlich aufgereiht. Hier scheint es nichts Wichtiges zu geben. Okay. Oh, das ist schon wichtig. Gleich mal nachladen. Es ist so ruhig in diesem Raum. Gefällt mir irgendwie schon wieder gar nicht. So, was haben wir da noch? Kommen wir da rein? Da ist offen, angeblich, aber da kommen wir nicht rein, okay. Na gut, dann schauen wir uns mal den Film an, hätte ich gesagt. Der Film ist eingelegt. Ansehen? Ja. Werbematerial zu den bioorganischen Waffen der Umbrella Corporation. Umbrella Bioorganic Weapon Official Report. Okay. MA39, Cerberus. Ja, den haben wir schon kennengelernt. Vor der Tür wartet ja auch noch einer vor der Eingangstüre. Und der hat mich schon das eine oder andere Mal erschreckt. FI03 Neptun. Ah, da schau her. Den kennen wir auch schon, den haben wir auch schon kennengelernt. MA121 Hunter. Okay, da haben wir die Hunter. Oh, T002 Tyrant, den haben wir noch nicht kennengelernt. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Und das dürfte Wesker sein, oder? Entwicklungsteam. Und ein Barcode. Acht, drei, vier, eins. 7, 0, 6, 2, 3. So. Okay. Und sonst noch? Da ist noch ein Telefon. Eingabegerät für den Passcode verwenden. Ja. Oh. Brauchen wir vielleicht schon. 8, 3, 4, 1, Error, okay. Lesen wir uns das ganz kurz so. Oder warte mal, wir haben ja eh die Akten. Ah, nee, nicht die Karte. Die Akten. Labor. Oh. Jetzt wieder Kroller. So, Heliport, Führungshefte, ja. Zugang ist noch diese Daten nur mit von der Forschung, Zugang haben, diese Daten. Okay. Gefängnis, Säuberungsabteilung. Tür mit Dreifachschloss, das haben wir auch schon gesehen. Hochspannungsraum in diesem Raum. Der Zugang ist leider nicht mehr. Unter Umständen kann der Chefforscher sonst nicht mehr. Passcode, Ausgabeterminal. Verwendung von und Zugang zu Ausgabeterminals. Ist Chefforscher mit entsprechenden Berechtigungen, okay. Entwicklung des Tyrant, okay. Okay, das heißt,
Aber wir haben noch keinen Hinweis auf den Code gefunden, oder? Sehen wir uns ganz kurz nochmal den Film an. Der Film ist eingelegt. Ja. Ja. Umbrella Corporation. Okay. Das wird auch nicht 39 03 121 nehmen. 002 Tyrant. Okay. Bioorganische Waffenforschungsgruppe. Okay. Entwicklungsteam. Nee, aber da lese ich auch nichts heraus, keinen Code. Ups. Nee. Okay. Dann will ich jetzt aber trotzdem noch irgendwie in diesen Raum reinkommen. Muss ja auch irgendwo gehen. Aber wie? Ah, wahrscheinlich sobald wir den Code hierfür gefunden haben. Also, hierfür. Eingabegerät für ein Passcode. Ja. Ja. Wie viele Plätze hat. Wie viele Ziffern können wir da eingeben? Könnt ihr noch probieren. Okay, noch nur vier. Das heißt, nochmal. Ja. Ach, eine Null gibt es gar nicht. Okay. Okay. 3, 4, 1, 7. Okay. Na gut, dann. Ich hoffe, da finden wir noch was heraus. Ups, das habe ich nicht. Dann gehen wir wieder rauf. Raus. Und schauen mal durch die andere Tür, die wir geöffnet haben. Jetzt haben wir schon zwei unerforschte Räume. Das wird immer schlimmer. Nee, so lang. Wir könnten trotzdem noch probieren. Warte mal, ich gehe noch mal kurz zurück und hole jetzt mal eine Disk. Und die probieren wir mal aus, ob wir diese vielleicht doch am PC verwenden können. Wird zumindest Sinn ergeben. Hoffe ich zumindest. So. Nochmal da rein. Genau, dann nehmen wir jetzt die einfach mal mit. Wir haben eine eingesteckt. Stimmt, wir haben ja gerade gefunden. Ja, dann lassen wir die im Inventar. Soll ich irgendwas da lassen? Nee, lassen wir so. Das müssen wir gleich wieder zurück. So, okay. Genau, dann gehen wir jetzt mal in den anderen Raum, den wir geöffnet haben. Und schauen wir mal, was wir da finden. Ich hätte Battle.net beenden sollen. Kann sein, dass ihr gerade einen schwarzen Bildschirm habt. Das muss ich mir kurz aufschreiben. 0, 4, wir nehmen jetzt wieder 34 Minuten auf. 0, 0, 34. Eventuell Cut. Klammer Battle.net, dann sollte ich mich auskennen nachher. So, okay. Wo wollte ich hin? Genau, ich wollte da lang. Und hier hat sich jetzt diese Türe geöffnet. Fürs dritte OG haben wir auch noch keine Karte. Finden wir da überhaupt Karten? Das ist die Frage. So, da lang. Oh, okay. Farbbändern finden wir schon mal. Ich nehme es noch nicht mit. Was ist das? Okay, ein Diafilter. Ah, okay. Gut, dass. Ein schmutziger Laborgerätekammer. Okay. Was war das gerade? Das hat sich extrem laut angehört. Ah, ist der. Warte mal.